Hi Leute, willkommen in meiner neuen Wohnung. Da sich das jetzt einige so sehr gewünscht haben, habe ich gedacht, ich mache euch jetzt mal eine kleine Roomtour mit wirklich nur einem Room, weil ich nicht viele Rooms eben habe. Allerdings habe ich es ein bisschen speziell hier in der Wohnung. Unter anderem muss ständig das Licht hier oben brennen, weil draußen es irgendwie nicht so viel gibt. Ich zeige euch das mal schnell. Es geht hier wirklich nur ein bisschen hoch. Und es fehlt dann irgendwie doch an Licht. Das ist meine einzige Lichtquelle. Und das ist so ein bisschen scheiße. Aber das ist für mich jetzt kein Problem. Ich werde hier nicht ewig wohnen bleiben. Nur bis meine Ausbildung vorüber ist, in so einem Jahr oder so. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Hinter mir seht ihr schon die tolle, schöne Uhr, die ich mir geholt habe. Sie ist gar nicht so toll und auch gar nicht so schön. Sie ist schon einmal runtergefallen. Aber ja, wenn ihr hier weiter guckt, dann haben wir hier nur kleinen Tisch mit Wäschekorb in der Nähe, wo Tee und Glöns draufsteht. Hier meine Jacken und meine Presse, die halb im Gesicht hängt. Hallo. Und meine Küchenzeile, die sehr unspektakulär ist. Und ein bisschen weiter, hier mal so. Und das Beste ever, die Dusche direkt nebendran. Das heißt, man kann von der Dusche aus direkt irgendwie was waschen, was polieren, was abtrocknen. Ob das jetzt so geil ist, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten, aber man gewöhnt sich dran, würde ich sagen. Also es ist alles so ein bisschen relativ. Ich habe dann hier meine Waschmaschine mit einer so kleinen Theke, wo ich meinen Alkohol und Gedöns hier so drin habe und habe dann hier im Hintergrund meine zwei Regale. Und da habe ich dann auch noch meine Couch, meinen Wohnzimmertisch und meinen Kleiderschrank. Hin in die Ecke musste ich umstandsweise einen Teil meiner Küche hin verfrachten, weil ich hier noch nicht aufgeräumt habe, weil mir einfach Regale fehlen. Hier habe ich dann noch Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, alles. Dann hier daneben mein Bett und meine Haare. Ist nur umstandsmäßig gemacht, aber es könnte schlimmer sein. Dann im Endeffekt hier noch meine Bilder, mein Schrank. Habe ich jetzt auch nicht viel drin bisher. Und meine Schreibtisch-PC-Gedönsecke, die auch nicht so spektakulär ist, aber zumindest etwas bietet. Mein Kalender hier noch in der Ecke und wieder meine Fresse. Und jetzt gehen wir mal zusammen in den Flur. Und da habe ich auch nicht so viel, um ehrlich zu sein. Hoppala. So, jetzt sind wir hier im Flur, wo jetzt gerade kein Licht brennt. Hier meine tolle glasartige Eingangstür und habe dann hier im Endeffekt kein Licht, ich glaube nicht, nur weil es geht. Hier mein Regal, da habe ich meine ganzen First-Aid-Bausachen drin stehen. Oben kleine Feldstücke, mittlere Feldstücke, ganz unten dann die großen Feldstücke, irgendwo hier unten. Und mein Umstandsbad, das ist relativ klein, aber es hat alles, was man braucht. Sieht dann im Endeffekt so aus. Gar nicht so spektakulär, vor allem nicht, wenn ich selber drin stehe, weil habe ich keinen Platz mehr für gar nichts. Es ist wirklich nicht so spektakulär. Es ist, das Notwendigste sind vielleicht 1,5 Quadratmeter, wenn es hochkommt. Und ja, Tür zu. Und ja, es wird nur so ein kurzes Video werden und meine Tür spukt. Und überwiegend werde ich jetzt von hierher immer drehen. Das heißt, das ist der neue Hintergrund, den ihr demnächst sehen werdet. Und freue mich schon echt auf die nächsten Videos und dafür, dass ich jetzt endlich Ruhe habe. Und ja, Leute, ich hoffe, es gefällt euch. Und haut rein auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich will so eventuell was Kleines einschieben. Wer auf Facebook mitverfolgt hat, der wird es schon merken. Und ich schaue, dass es relativ bald kommt. Noch fehlt mir halt ein bisschen Internet. Aber ich kriege das schon irgendwie hochgeladen und euch unterhalten. Also macht's gut, Leute. Haut rein und bye. Ich freue mich schon riesig. Und es soll wirklich ein ganz, ganz großes Video werden. Es ist wirklich so ein Verabschiedungsvideo von allen.